Hallo, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Wimmelbild-Spiel. Und zwar spielen wir Dracula, tödliche Liebe. Warum spiele ich das jetzt? Weil wir ja auch bald Halloween haben und da dachte ich, das passt auch ganz gut. Vampir-Wimmelbild-Spiel für zwischendurch. Nach unserem netten Awakening der Wald der roten Blätter, dann halt mal etwas Böses. Und da ist die Musik auch schon so böse. Und deswegen werde ich nicht lange reden, außer dass das Spiel schon etwas älter ist, aus dem Jahr 2011, soweit ich weiß. Ist also schon etwas älter. Das tut ja aber, wie wir alle wissen, nicht zur Sache, ob ein Spiel gut ist oder nicht. Und da ich es blind spiele und wieder mal keine Ahnung habe, wie gut das Wimmelbildspiel ist, werden wir uns einfach den Grafen mal von einer anderen Seite anschauen. Und mal gucken, was für eine Liebesgeschichte sich hier enthüllen wird. So, und Profil habe ich schon angelegt, von daher legen wir einfach mal los. Ich wünsche euch viel Spaß und mal gucken. Wir spielen, oh Gott, leicht oder schwierig? Ich bin ja immer so der Typ, der genau das dazwischen nimmt. Normal. Einführung nicht möglich, eingeschränkte Hilfe, begrenzte Hinweise. Hinweise laden, langsamer, schwierige Rätsel. Ist okay, nehmen wir halt mal schwierig. Ich probiere es einfach mal. Oh, oh, aufpassen! Master, you are awake. This feeling of weakness, a long, dreamless sleep. How long was I unconscious? Very long, Master. Cursed Van Helsing. The villagers think you died. A vile rumor spread by the minions of the Queen of Vampires. They are scared of her now. Some say she plans to annihilate the human race to impose the rule of vampires on Earth. But that's not all, Master. Help me, Igor. It's time for the Prince of Darkness to bring back the fear inspired by his presence. It's time to take my revenge upon Van Helsing and annihilate that which has dared to challenge my supremacy. It's time for Count Dracula to once again rule the night. What are the Master's plans? Ja, und da sind wir auch schon im ersten Wimmelbild. Wir haben hier Igor, unseren kleinen Gehilfen. Und werde denn jetzt hier loswimmeln. I will use the Book of the Order of the Dragon. The Brotherhood that my father belonged to. His secrets will allow us to kill the Queen of the Vampires. Mhm, das Buch des Drachenordens. Not the end. But Master, the Order was fighting vampires. We have no choice, Igor. I am too weak. And she is too powerful and influential. Using the techniques of the Sacred Order is the only way to get rid of the Queen. Sagt Igor noch was? Nee, Buch des Drachenordens, da haben wir es schon. Tada! Was ist jetzt hier so? Jetzt haben wir hier unbekannter Ritter und dürfen irgendwelche Sachen dazu finden. Auszeichnung haben wir auch, okay. Minas Porträt. Ach, Mina ist hier blond in dem Teil. Mina ist ja sonst immer schwarzhaarig, ne? Meine geliebte Mina, wo bist du? Ich habe einen Fenstergriff. Ist hier auch ein Fenster? Oh, Vorhang habe ich auch direkt. So. Tada. Ach, jetzt kann ich raus. Ich will ja noch gar nicht raus. Erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Rechteckiger Stein. Der Öffnungsmechanismus wurde seit Jahren nicht benutzt. Erklemmt. Mhm. Mann, ist ja spannend hier. Der Öffnungsmechanismus wurde seit Jahren nicht benutzt. Erklemmt.
Da hatten wir ja schon Ölkanne. Jetzt damit. Und? Eine geheime Truhe. Ein Schlüssel fehlt. Ohne ihn kann ich die Truhe nicht öffnen. Der Schlüssel. Vaters Porträt. Sagt er dazu, mein Vater, ein Mitglied des Drachenordens. Ach, schön. Ach, mal so ein Vampir-Wimmelbild hat doch auch mal was, oder? Ist mal was anderes wieder? Hatte ich bis jetzt auch nichts auf meinem Kanal und der Ego hier an der Seite. Ich will nicht raus. Es wird bestimmt hier noch was rumliegen, was ich übersehen habe. Gut, dann habe ich wohl Pech. Gehen wir einfach mal raus. Mal gucken, was da ist. These coward villagers have put crosses up to prevent me from approaching the village. Why didn't you destroy them, Igor? Igor is clever and cunning, but the body is weak and twisted. Igor... tried, master. Igor was unable. Forgive your servant. Der arme, arme Igor muss ja alles alleine machen für den Grafen. Und wir können hier wimmeln. Armbrust, Helm, Rosenkranz. Da ist der Rosenkranz gewesen, glaube ich. Ja, Flasche, Kirsche, Briefumschlag. Flasche, Armbrust, Helm. Armbrust, Helm, Pistole, Fächer. Pistole, habe ich die Pistole nicht auch schon gesehen gehabt? Schriftrolle, Seil, Skorpion. Ist das keine? Doch, es war eine Schriftrolle. Sag ich doch. Schriftrolle, was hatte ich gesagt? Seil, Skorpion. Seil, Schlange, Zahn, Gehstock. Also schwierig ist ja was anderes. Noch. Also da bin ich schwieriger als schon gewöhnt. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja auch ein bisschen älter. Da ist ja gut, dass ich schwierig genommen habe. Wobei ich weiß nicht, was noch für schwierige Rätsel kommen werden. Mal gucken. Ja, man muss aber schon sehr genau hier drücken. So grob geht nicht. Und jetzt noch der Helm. Das war der Helm. Das war alles. Du hast ein Seil gefunden. Yippie. Okay. Was haben wir noch? Zwei Seile fehlen. Ich muss diese Kreuze loswerden, aber ich kann mich ihnen nicht nähern und Igor ist zu schwach, um sie zerstören. Gut, dann... Hier ist noch ein Schlüssel. Sehr gut. Den brauchen wir für die Truhe. Und hier noch so ein anderes Teil des Schildes. Okay. Voll die geile Statue, aber so mal im Innenhof aufgestellt. Wenn schon, denn schon. Das muss auch ein bisschen was hermachen für so einen Grafen. Gut, dann gehen wir nochmal wieder zurück. Machen das mit der Truhe. Reicht das jetzt? Ja. Okay. Und nu? Kann ich die einfach alle ausprobieren? Verloren. Oh, jetzt muss ich aber... Irgendeiner muss ja passen mal. Ach, der passt. Verloren. Welcher war das jetzt? Ich glaube, der hier war unten. Nein, verdammt. Der letzte für unten. Nehmen wir mal den für... Ach, welcher ist denn für rechts? Welcher ist denn für rechts? Bestimmt einer der vorderen. Ah, okay. Dann der vorletzte für unten. Bin ich jetzt doof? Der letzte für unten. Okay. Cup hier. Der daneben? Also. War das der oder der? Der. Der erste für den vordersten? Welcher ist es denn? Hä? Ach, der. Na, endlich. Bravo, gewonnen. Klicke, um fortzufahren.
Teil des Schildes. Axt. Und sonst nichts? Szene abgeschlossen. Ach so. Na gut, dann raus mit dir, kleiner Vampir. So, eine Axt. Da kann ich bestimmt die Bretter mit kaputt hauen. Jo. Everything is wrecked. It's Van Helsing, Master. He is responsible. Then the villagers looted the crypt when you were weak. My coffin is in pieces. They were merciless with it. Without it, I cannot travel. It must be repaired. It must be repaired. Okay. Dann werden wir das reparieren. Das ist das andere Seil. So, ein Wimmelbild. Oh, die Musik ist aber cool. Engel, Motte, Gefäß. Engel. Motte ist natürlich immer klein. Da ist sie aber. Gefäß. Kann ja auch alles sein, ne? Das ist nicht das Gefäß. Das vielleicht? Nö, doch. Saphir, Buch, Puppe. Eine Puppe. Das aber nicht, ne? Das gilt als Maske. Kelle, Geige, Falke. Kerze, Schuh, Eidechse? Wo habe ich die Eidechse gesehen? Ach, verdammt mich. Was hatte ich noch? Kerze, Schuh. Schuh, Kerze, Spinne, 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 Säge. Das ging aber schnell. Du hast 3 Gegenstände in 3 Sekunden gefunden. Du hast diese Auszeichnung erhalten. Schnell wie die Nacht. Säge, Maus. Maus. Säge. Säge. Kelle, Geige, wie gesagt. Geige. Wo ist denn die Kelle? Buch und Puppe ja auch noch. Puppe. Buch. Wo ist denn jetzt? Da ist die Eidechse. Hier vorne. Die Kelle. Das war die Kelle. Yay. So, ich habe eine Kelle gefunden. Das war das Wichtige daran. Kaputter Sarg. Wenn ich reisen möchte, sollte ich meinen Sarg vorbereiten. Zuerst benötige ich eine dünne Schicht Erde von diesem Ort. Okay. Ist das nicht wieder so ein Dingsbums? Das klemmt im Mund des Gargols fest. Ich bin zu schwach, um dies einfach mit der Hand zu entfernen. Vielleicht mit dem Seil? Oder mit der Kelle? Nö. Leg das mal wieder hin hier. Die Kelle, die brauche ich nicht. Ich will das hier einsammeln. Beschädigter Deckel. Fresko. 2 Steine fehlen. Einen habe ich schon. Den kann ich aber nicht zurückpacken anscheinend. Oder? Habe ich? Doch, habe ich schon. Raum der Ritter. Die Gruft der Ritter des Drachen. Die Dorfbewohner konnten nicht herein, also haben sie den Eingang zerstört. So. Das war der Deckel, den ich jetzt darauf gepackt habe. Oha. Was ist denn los jetzt hier? Schädelmaske. Ich kann das nicht öffnen. Ich bin immer noch schwach. Vielleicht könnten wir etwas benutzen. Vielleicht das Ding? Hä? Warum denn nicht? Was willst du denn da für die Kachel? Vorhang. Ja, ich weiß auch nicht. Dann gehen wir mal raus, weil das andere Seil ist eigentlich, glaube ich, eher für hier draußen. Ja. Aha. Jetzt kann ich auch nach da hinten hingehen. Das ist ja spannend. Wieso kann ich eigentlich wieder zurück zum Raum? Da war doch alles fertig. Gut, dann gehe ich einfach mal dahin. Gucken wir mal, was da ist. Is deserted, Master. No, Igor. I feel the presence of the villagers behind their closed shutters. They are watching us. They tremble. What a sweet feeling to be feared again. Is it the coach you told me about?
that of the Vampire Queen's spy? Yes, Master. Good. Find a way to get her out. Okay, wir sollen die Königin hier rauslocken. Das wird ja auch mal spannend hier. Deswegen auch die Musik. Igor kann auch knurren. Grrr, das dreckige Biest lässt uns nicht heran. Uhuhu. Ganz ruhig, Brauner. Was haben wir hier? Teil der Werkzeugkiste. Ist ein bisschen... Ja, wir sammeln hier irgendwie 1000 verschiedene Sachen, wo mehrere Teile zugehören. Kutsche. Wir werden die Kutsche der Spionin der Königin sabotieren. Das sollte sie herauslocken. Na, und wie stellt ihr das an? Das weiß ich noch nicht. Zum Schloss geht's nach da oben wieder. Wie sabotiere ich das denn? Reisetruhe. Die Truhe der Spionin. Ich sollte mich zuerst um sie kümmern. Mit einem Tuch drüber und dann... Oder hier? Ja, ich habe ja sonst nichts außer dem, der Schaufel hier. Ich glaube, ich soll doch noch da oben irgendwie wieder was machen. Ich glaube nicht hier. Das passt ja irgendwie noch nicht. Hier kann ich nämlich gar nichts machen. Ich gehe mal wieder zurück. Und hier war ja auch alles abgeschlossen, oder? Ja. Dann weiß man ja wenigstens, dass hier nichts mehr ist. Dann muss da drinnen ja noch irgendwas sein, was ich tun kann. Ich kann das hier höchstens schon einsetzen. Dann fehlt nur noch einer. Also ich würde ja immer noch mit der Schaufel eigentlich das hier versuchen, ne? Aber das macht er nicht. Igor, wir sollten unsere Reise an anderen Orten fortsetzen. Ach so. Gut, wenn er das natürlich sagt, dann... Vielleicht ist ja auch hier im Hof noch was. Ja, ist sogar. Lange Bretter. Ach, die habe ich gar nicht... Und da stand dann auch hier noch nicht abgeschlossen. So. Bretter, kann ich die jetzt hinpacken? Brauche ich die Bretter vielleicht für die Kutsche oder so? Oder hier? Gut, die Bretter soll ich nicht hier verwenden. Ich hätte jetzt gedacht, so für einen Sarg. Mit den Brettern zum Hund? Nee. Nee, hier im Rad auch nicht. Ich wüsste auch nicht, wieso. Bretter hier? Nö. Nö, das, nö. Ich weiß auch nicht, ich habe so das Gefühl, ich soll hier irgendwas machen. Was kann ich mit den Brettern denn jetzt machen? Mir fällt gerade nichts ein. Leg die mal wieder zurück. Da, 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 da. Tja. Werkzeugkiste. Mit der Werkzeugkiste könnte man vielleicht, wenn die voll wäre, dann, also zwei von zwei, dann das Rad machen. Teil des Schildes weiß auch nicht. Was mache ich denn mit dem Vorhang? Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? Wir werden die Kutsche des Spionen, ja, ja. Aber... Nix, was ich hier machen kann, ne? Nee. Oder kann ich mit dem Teil davon schon was machen? Nee, ich brauche schon beides. Da braucht man schon beides, denke ich auch. Die Pferde auch hier ganz cool. Obwohl, ist das für Pferde nicht auch scheiße, so eine Maske tragen zu müssen, denke ich mir immer. Die mögen das doch gar nicht, oder? Ich sollte mich zuerst um sie kümmern. Ich würde ja immer noch das hier rüberwerfen, aber das macht er nicht. Und ihn hier ablenken? Mit dem Tuch? Das macht er nicht. Mit den Brettern irgendwas? Mit dem... Nö. Nix funktioniert. Werkzeugkasten. Das ist ja immer... Der Hund muss halt weg.
Dann kommt man da bestimmt auch ran. Ach. Du Hund. Ach hier, den Brunnen hatte ich mir noch nicht angeguckt. Deswegen. Ach so. Fledermaus. Eine Fledermaus. Getrocknetes Kraut. Nagel. Das hier der Nagel? Nee, da ist ein Nagel. Käfer, Peitsche, runde Schachtel. Käfer? Das ist doch ein Käfer. Das ist eine Fliege. Da ist der Käfer. Runde Schachtel. Runde Schachtel. Hufeisen, Muschel, Säge. Immer diese Sägen. Eidechse, Schlange, Steinschnitzerei. Hier das hier. Ach so, davon muss ich mehrere finden. Dann noch das und das. Was wollte ich noch? Eidechse und Schlange. Eidechse. Die Schlangen findet man doch eigentlich immer ganz gut. Löffel, Feder, Knochen. Knochen. Löffelchen. Ich finde die Musik schön. Bestimmt ihr auch, vielleicht. Ich finde sie auf jeden Fall schön. Löffelfeder, getrocknetes Kraut. Das, was ist denn das hier dann noch? Nochmal. Löffel und Feder. Ich sehe nur einen Pflock. Was ist das hier? Ach, da ist der Löffel. Ganz, ganz klein. Und jetzt noch eine Feder. Die kann ja wieder überall, aber sie ist hier unten. Alles klar. Yay, ich habe eine Säge. Mit der Säge kann ich das jetzt kaputt machen, ne? Jawoll. Sehr gut. Und da kommt sie raus. Here is the first victim of my revenge. Count Dracula himself. Too much honor. Your death will be final. My queen will rejoice. I'll kill her, master. I'll smash her. Break her limbs. I apologize for the passion and insolence of my servant. His education is poor. However, he is right on one point. Your death is inevitable. Come, fear not. Accept my embrace. I'll take care not to damage such a nice body beyond what is reasonable. Na denn, Komplizin der Königin. So, und die Komplizin der Königin, die gibt uns hier jetzt einen Weg, den wir gehen sollen. Was sag ich? Was? Wie? Es ist alles dunkel. Hilfe. Fang dein Opfer, ohne so oft die Wände zu berühren. Was? Ich sehe aber nichts. Hallo? Aha, ach so, im Dunkeln soll ich das machen. Oh Gott. Mhm. Bravo, gewonnen. Möchtest du ihr Blut trinken und sie jetzt in eine Vampirin verwandeln? Deine Entscheidung wird Konsequenzen nach sich ziehen. Oh Gott, was entscheiden wir denn da? Möchten wir das? Ja, wir machen das. Ich hab's doch schon gemacht. Trink ihr Blut. Uhuhu. Nein, ich habe bereits gespeist. Klick, um fortzufahren. Das war's mit ihr. Wir haben sie zu einem Vampir gemacht. Ich war einfach mal so bösartig und habe es gewarnt. Aber ich bin ja auch Dracula. Ich darf das. Von daher sehen wir uns im nächsten Part von Dracula. Tödliche Liebe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.